Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Koch dich happy, die Kochsendung der Abendzehn. Heute gibt es eine mega geniale Bruschetta und die ist so genial, lecker, einfach und schnell gemacht, dass ihr euren Besuch damit begeistern könnt. Die werden denken, ihr wart den ganzen Tag in der Küche beschäftigt, aber ihr zaubert das mal so schnell weg. Ne? Von Lebensmitteln her ist es ganz, ganz simpel. Wir haben hier ein Ciabatta-Brot. Ich habe extra eins genommen, das man noch aufbacken kann, also wir werden es richtig schön rösten in der Pfanne. Dann habe ich hier 400 Gramm Tomaten, eine Knoblauchzehe, eine kleine Zwiebel habe ich hier, Olivenöl habe ich hier, frischen Basilikum haben wir hier, Parmesan haben wir hier, das ist aber optional, ich liebe einfach Parmesan, das gehört für mich dazu, und Pfeffer und Salz. Wir werden anfangen mit dem Schnibbeln, also wir brauchen eigentlich auch nur unsere AMC-Pfanne und den Quick Cut. Wir fangen an mit dem Schnibbeln und danach machen wir uns die Pfanne heiß. Beim Schneiden könnt ihr großzügig das Innere wegschneiden, so dass es nachher nicht zu sehr verwässert, also dass ihr nicht zu viel Wasser drin habt. Das sieht so richtig genial aus. Also Italien pur und es riecht einfach so genial. Zwiebel, Knoblauch, Tomate, Basilikum, diese Kombi, die führt einen sofort nach Italien. Also lecker. Jetzt machen wir uns unsere Pfanne heiß. Einfach den Herd auf volle Pulle anmachen. So, hier, zack, auf volle Pulle. Wenn ihr einen richtig starken Induktionsherd habt, der Vollgas gibt, eine Stufe niedriger, auf Stufe 8 ist ein bisschen besser. Dann nehme ich mit dem Pieper, drücke einmal drauf, damit er angeht und setze mir die Spitze hier aufs Bratsymbol hier oben drauf, drehe ihn zweimal rum und bleib beim Fleisch stehen, also beim Bratsymbol. Der ruft uns gleich, wenn die Pfanne richtig schön knackig heiß ist und in der Zeit können wir uns das Brot schon mal schnibbeln. Der Pieper ruft uns, wir können ihn abnehmen und hier schalte ich runter auf Stufe 3. Wir parken uns den Deckel, damit er uns nicht stört und jetzt gehört natürlich ein bisschen Olivenöl ans Brot. Und dann nehme ich mir einfach einen Teller, verteile die Scheiben, trüffel so ein bisschen Olivenöl oben drauf und dann rösten wir uns das schön an von beiden Seiten und danach kommen die Tomaten mit den Zwiebeln drauf. Mega lecker, so einfach und schnell zubereitet. Ich hoffe, euch begeistert das Gericht genauso wie mich. Knusprig, dann Tomate, Knoblauch, das passt einfach super. Ja? Also macht es auf jeden Fall nach und vergesst uns nicht, einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch unsere Videos gefallen. Besucht uns unbedingt mal auf unsere Social Media Kanäle wie Facebook und Instagram. Gerade bei Facebook, da haben wir eine eigene Gruppe, die heißt Koch dich happy, AMC Rezepte zum Nachkochen. Da habt ihr über 5000 Gleichgesinnte, könnt ihr Fotos reinposten, wenn ihr was nachgekocht habt, könnt ihr euch mit Rezepten austauschen. Also Wahnsinn, was da für eine Aktivität ist. Ja? Auch Instagram lohnt sich, da seht ihr öfters so einen Blick hinter die Kulissen. Unsere Verrückten
verrückt halten. Dann machen wir öfters auch Umfragen, was wir zum Beispiel als nächstes kochen sollen. Und ihr könnt euch auch unsere kostenlose App downloaden. Im Play Store oder im App Store, heißt auch Koch dich happy. Und da habt ihr auch alle Rezepte nochmal in der Hosentasche bei euch. So, das Wichtigste ist aber unsere Rezepte-Community. Kochen mit amc.info. Da sind über 20.000 Mitglieder drin. Da habt ihr alle Rezepte mit Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit Videos. Also unbedingt mal vorbeigucken und registrieren. So, wir sehen uns jeden Donnerstag, meine Lieben, um 18 Uhr. Ich wünsche euch eine Knallerwoche. Wir verlinken euch alles unten nochmal hier in der Infobox und macht's gut. Bis nächstes Mal. Ciao.